Willkommen zu einer weiteren Einheit des Arbeitsbuchs Statistik. Dieses Mal mit einer Einheit zum Thema stetige Verteilungen. Wenn wir uns eine Verteilung angucken, ist das erste, was wir eigentlich vorliegen haben, die zugehörige Dichtefunktion. Die könnte, wie hier zum Beispiel für die Normalverteilung, wie folgt aussehen. Jetzt ist die genaue Form für das, was ich in dieser Einheit ansprechen möchte, eher nebensächlich. Das Wichtige ist nämlich, dass, wie ich jetzt von dieser Dichtefunktion dahin komme, dass ich einzelne Wahrscheinlichkeiten bestimmen kann. Und dafür muss ich mir vor Augen führen, dass jede Dichtefunktion die Eigenschaft hat, dass die gesamte Fläche, die sich unter dieser Dichtefunktion befindet, gerade 1 ausmacht. Wo kommt das her? Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Axiome von Kolmogorow, dass die Wahrscheinlichkeit des kompletten Ereignisraums gerade 1 ist. Und das ist gerade das, was ich hier anmerke. Der Ereignisraum, das sind alle Werte unten auf der x-Achse. Das heißt, alle Werte von denen, die ich hier einsetzen kann in die Dichtefunktion. Und die Wahrscheinlichkeit, das ist nichts anderes wie die Fläche unter der Dichtefunktion bis zu einem Wert, nennen wir es k oder x. Wenn wir das jetzt für alle Werte von minus unendlich bis plus unendlich machen, haben wir die Wahrscheinlichkeit des kompletten Ereignisraums. Und da haben wir gerade gesagt, nach Kolmogorow ist die gerade 100% oder 1. Damit haben wir aber auch gleichzeitig festgehalten, wie wir Wahrscheinlichkeiten bestimmen. Wir können Wahrscheinlichkeiten immer berechnen als die Wahrscheinlichkeit, einen Wert zu haben, der kleiner ist als x, ist gerade die Fläche unter der Dichtefunktion von minus unendlich bis x. Das heißt, Wahrscheinlichkeitsberechnung geht Hand in Hand mit Integralberechnung. Das kann Vorteile haben, das kann aber auch Nachteile haben. Der größte Nachteil, den man dabei sich vor Augen führen kann, ist, dass gerade eine Verteilung wie die Normalverteilung eine Dichtefunktion aufweist, für die sich explizit keine Stammfunktion bestimmen lässt. Und das ist gerade der Grund, warum man für die Wahrscheinlichkeiten der Normalverteilung immer auf entsprechende Tabellen zurückgreifen muss. Diese wurden annähernd bestimmt mit numerischen Verfahren, weil man hier eben explizit keine Stammfunktion ausrechnen kann. Soweit dann erstmal zur Dichtefunktion. Wenn wir jetzt allerdings im Gegensatz zu dem bei der Normalverteilung eine Stammfunktion berechnen können, dann liefert diese Stammfunktion unsere Verteilungsfunktion. Die Verteilungsfunktion weist meistens eine Form auf, ähnlich zu dem, was wir hier sehen. Das heißt, sie nimmt Werte an zwischen 0 und 1, das ist die Wahrscheinlichkeit. Minimum wäre 0, das ist das unwahrscheinliche Ereignis. Und 1, das absolut sichere Ereignis. Und hier sehen wir auch, die Werte der Verteilungsfunktion für jetzt einen Wert k geben einerseits die Wahrscheinlichkeit an, dass die Zufallsvariable kleiner oder gleich k ist. Andererseits kann ich sie berechnen als das Integral von minus unendlich bis k. Wenn ich jetzt aber weiß, dass Wahrscheinlichkeitsrechnung ähnlich ist zur Integralrechnung, dann kann ich auch alle Regeln der Integralrechnung direkt übernehmen für meine Wahrscheinlichkeitsberechnung. Und das hat den großen Vorteil, dass ich direkt weiß, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Intervalls berechnen möchte, von 0 bis 5, dann ist es nichts anderes wie das Integral von 0 bis 5. Und da weiß ich, das ist nichts anderes als die Stammfunktion von 5 minus die Stammfunktion von 0. Also anders ausgedrückt wieder, das wäre die Wahrscheinlichkeit von kleiner gleich 5 minus kleiner gleich 0. So habe ich halt die Möglichkeit, auch anspruchsvollere Wahrscheinlichkeiten relativ einfach zu berechnen. Zusätzlich, wenn ich die Wahrscheinlichkeit haben möchte, dass unsere Zufallsvariable x genau einem Wert gleich ist, also p von x gleich 0 zum Beispiel, dann wäre es ja das Integral von 0 bis 0. Und so geschlossene Integrale, die haben immer den Wert von 0. Und damit zeigen wir direkt, dass wenn ich einen bestimmten Wert,
die Wahrscheinlichkeit für einen genauen Wert berechnen möchte bei einer stetigen Verteilung, dann kommt da immer 0 raus. Und damit unterscheiden sich stetige von diskreten Verteilungen. Bei diskreten, da konnte ich explizit einzelne Werte berechnen. Hier ist es immer 0. Dementsprechend brauche ich auch bei einer stetigen Verteilung nicht zu unterscheiden zwischen die Wahrscheinlichkeit p von x kleiner gleich k und p von x echt kleiner k, weil der Gleichheitsfall halt immer zu 0 führt. Ja, und das wäre es dann auch schon für diese Einheit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und weitere Einheiten in dem Stil, beziehungsweise weitere Einheiten zu dem Arbeitsbuch, die finden Sie über die entsprechend zugehörige Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.